So, also den Kessel haben wir jetzt. Jetzt würde ich mal sagen, kümmern wir uns um das Geschenk. Ja! Ah, wir haben wieder Fähigkeiten. Das ist gut. Oder Fertigkeiten. Und zwar, die haben wir. Attentatsschaden ist immer gut. Schwerer Schaden auch. Aber das müssen wir als nächstes nehmen. Hallo, Ladies. Blicke das, Freundin. Ja! Gut. Gehen wir mal dahin. Und es ist bestimmt wieder so ein Trugbild. Hier stand einst Trumps Haus, bevor es der Zerstörung anheimfiel. Hier stand ein Strums Haus. Blöde Katze. So, wo ist der andere Bettvorleger? Blöder Knut. Hier stand einst Trumps Haus, bevor es der Zerstörung anheimfiel. Ja. Und lass mich raten, das Haus ist jetzt hier unterirdisch. Da hinten soll was sein. Ich lasse die Sache mal für später, diese ganzen Rätsel. Also es ist gut, dass wir hier so Lufträume haben. Sorry, wenn es auf YouTube zu... Die Kälte lässt einem den Atem im Leib gefrieren. Ja, wenn du in Eiswasser schwimmen willst, ist das ja ganz normal. Loki erzählt oft davon, wie drüben Thors Hammerstahl. Es scheint, seine Beschreibung von Thors Wutanfall war nicht übertrieben. Gut, du musst deinen Schützling ja kennen, ne? Was steht denn hier? Hastig gekritzelte Nachricht. Der Gott des Donners ist unser uns. Der Jötun-Töter hält seinen Hammer in der Hand. Er kam verschleiert und im Hochzeitskleid und Trüm blind vor Lust hielt ihn für Freya, der Äsir.
Als er seinen Schleier abwarf und Mjölnir ergriff, rannte ich. Ich hörte ihn morden. Ich höre die Schreie meiner Brüder und Schwestern. Ich habe mich eingeschlossen, doch kein Schloss wird diesem Hammer widerstehen. Ich kann nicht hinaus, er kommt. Ich kann nicht hinaus. Klingt auch sehr stark verzweifelt. So, gehen wir nach unten. Also hier soll ein Schlüssel sein. Also ich mache die Sachen jetzt hier, weil die gerade hier durch Zufall gefunden werden. So, und ich denke, wir müssen dahin für die Quest, oder? So geht's nicht. Oh. Na, Freunde? Ich gehe mal hier weiter. Ich denke, es geht eh hier unten durch. Ja, ist eine schöne Wanddeko. Was haben wir hier? Ah, Thors Brautreif. Dieses Geschenk würde Gunnlöds Aufmerksamkeit erregen. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das würde es definitiv. Boah, ist es hell. Also, als nächstes machen wir dann die Hauptquest. Alter, hier ist ja richtig viel. Nun gut, wie weit ist es? 200 Meter? Ich sollte mein Gesicht verdecken. Sieh mal nach, Sühnen. Ich würde sagen... Komm, wir klettern da oben. Hier ist Utgard, die Stadt. Ich muss sehen, was du... Wir müssen da hinten hin. Nein, nein, nein. Nicht runtersliden, bitte. Zeig es mir. Da müssen wir hin. Und bitte bitte keine Avatar-Männer. Hallo Leute. Du bist aber ein großes Männchen. Wow, der Baum hier. Mega.
Du erscheinst mir winzig, Fremdling. Klein von Gestalt, doch groß in Taten. Ich bin der, den sie Havi nennen, der erhabene Asgards. Und ich bringe ein großes Geschenk. Dein Name ist mir bekannt, doch was sollte der mächtige Sotung wollen, dass ein kleines Ding wie du anbieten kann? Den Kessel, der von Hymirs Söhnen gestohlen wurde. Lass diese Gabe der Anfang vom Ende unserer Feindseligkeiten sein. So ein kleines Ding und doch so viel tiefer, als es scheint. Das Äußere kann täuschen, meinst du nicht? Ein wahres Wort, Havi. Unsere Völker mögen Feinde sein, doch du hast dir meine Gastfreundschaft verdient. Trell, ein Gast ist erschienen. Bereitet ein Festmahl vor. Ich hoffe auch, deine Tochter Gunlöd zu treffen. Man hört viel über ihre Zauberkünste. Sie wird mit ihrer Arbeit beschäftigt sein. Wie immer. Doch sei gewarnt, sie scheut die Gesellschaft anderer. Ich könnte sie zum Fest holen, wenn du magst. Auf dem Weg könnten wir uns über Zauberei unterhalten. Das würde mir gefallen. Du findest sie in ihrer Grotte, dem Pfad entlang im Steinkreis. Doch hab Acht, in meiner Nähe bist du sicher, doch in Utgard bist du auf dich allein gestellt. Ich werde nicht auffallen. Und Havi, sei freundlich. Gunlöd ist anders als du oder ich. Okay, inwiefern anders? Alles klar, gehen wir mal zu ihr. Das heißt, hier sind wir bei den unseren Feinden. Sotung denkt immer nach. Ich trau. Sie für mich sühnen. Ah, da. Weg hier, weg hier. Hier ist der Steinkreis, aber kein Eingang zu ihrer Grotte. Noch so ein Trugbild. Oh ja. Gehen wir mal hier hin. Der Eingang wurde enthüllt. Oh. Greift sie dazu, oder was? Was meint er, dies anders? Gunlöds Aufzeichnungen, Eintrag 72. Ich habe eine Stimme gehört, nein, eine Antwort. Ich rief und er antwortete, aber ich darf nichts überstürzen. Der Augenblick war so flüchtig, es ist gut möglich, dass er nicht mehr als das Gespinst eines ermüdeten Geistes war. Diese Möglichkeit muss ich ausschließen, die Prozedur wiederholen, prüfen, aber was, wenn? Gunlöds Aufzeichnungen, Eintrag 91. Der Seidere ist stark, die Fäden halten, doch wer ist am anderen Ende? Es ist gleich irgendjemand. Wenn der Untergang nicht vermieden werden kann, hinterlasse ich Hoffnung, wie ein Eichhörnchen Nüsse vergräbt und auf Tauwetter hofft. Jemand wird meine Worte hören, jemand wird es, ich muss daran glauben. Gunlöds Aufzeichnungen, Eintrag 37. Man sagt, die Nornir hätten alles gesponnen, was es zu spinnen gibt. Dass unsere Schicksale wie die Muster eines Wandteppichs fest verwebt sind.
Doch wenn es die Fäden bereits gibt, ist es nicht möglich, ihnen zu folgen. Wenn ich einen 1.000, eine Million von ihnen verfolge, sicherlich finde ich dann einen, der nicht in Ragnarök endet. Durch solch einen Faden werde ich die Welt jenseits des Nichts berühren. Durch solch einen Faden werde ich jene, die danach kommen, zu dem führen, was bald schon verloren sein wird. Ach, da ist sie ja. Ich kann nichts kaputt machen. Okay. Hallo. Gunlet, was ist das für ein Ort? Vor langer Zeit erschufen wir hier mächtige Magie. Wir wollten alle Zukünfte sehen, doch jeder Weg führte zu Ragnarök. Vater kommt nicht mehr hierher. Er sieht keinen Nutzen darin. Doch ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Du kommst aus Asgard. Das stimmt. Ich habe Bilder aus der Zukunft gesehen und die Stimmen jener gehört, die nach uns kommen. Stimmen von dort drin? Ja, ich schicke ihnen Worte. Kleine Bündel voller Möglichkeiten für unbekannte Ohren in fernen Zeitaltern. Mhm. Okay, was sagen sie denn? Was sagen diese zukünftigen Stimmen? Sie suchen die Weisheit der Vergangenheit. Sie sprechen von dem, was kommt. Doch auch sie können den Lauf von Ragnarök nicht ändern. Es gibt ein Festmahl zu meinen Ehren. Dein Vater schickt mich, dich zu holen. Nein, noch nicht. Horch, ich will, dass du die Stimmen hörst. Bist du da, Prophet? Kannst du mich hören? Vielleicht ein andermal, ein anderer Faden. Komm, wir dürfen Vater nicht warten lassen. Mhm. Was ist das für ein Ding? Wer seid ihr? Ja, das kam etwas zu spät. Winters Messer schneidet tief und Himmelsperlen fallen dicht in diesen Landen. Es ist kalt hier. Wieso überrascht dich das? Ich war nicht mehr draußen seit... Nun, ich weiß gar nicht, wie lange. Du gibst dich ganz deiner Arbeit hin. Nicht meiner Arbeit, meiner Verantwortung. Mein Volk schenkt dem bevorstehenden Unheil keine Beachtung. Jemand muss etwas tun. Wir suchen schon lange nach einer Lösung. Und der Druck macht meinem Verstand zu schaffen. Ich kann nicht mehr so klar denken wie einst. Ich hörte, eine Möglichkeit wurde bisher noch nicht überprüft. So ist es. Doch um das zu tun, müssten wir unseren Quell des Wissens entweihen, aus dem ganz Midgard trinkt. Niemand weiß, welche Veränderungen es in der Menschheit auslösen würde. Bestenfalls stiftet es Chaos und ich will ihr nicht schaden. Selbst wenn es den Tod aller Jötnar bedeutete? Wir finden einen anderen Weg. Das müssen wir. Mhm. Bevor wir reingehen, möchte ich erstmal meine Fertigkeiten einsetzen. Und zwar erstmal das da. Und das benutze ich auch sehr viel, deswegen mache ich das mal. Diese Lande sind wirklich schön. Ich hatte es fast vergessen. Natürlich ist es hier schön. Was denkst denn du? Also hier oben sind sehr viele Schätze. Da freue ich mich drauf. In diesem Gewölbe. Plackerei und Spielen sind unser Los. In den falschen Händen könnten sie großen Schaden anrichten. Selbst Steinmauern werden uns nicht schützen, wenn Ragnarök kommt. Alles, was wir erbaut haben, wird hinweggefegt. Das heißt, ich muss dieses Tor öffnen, oder was? So
so lange wirkten wir Seder in diesem Turm. Die Verzauberungen haben sich tief in seinen Mauern festgesetzt. Ich gehöre zu ihr, nicht angreifen. Sie haben an diesem Turm genagt. Wir werden ihn bald einreißen. Das sieht so lecker aus mit dem Schwein. Schon mega aus. Harvey, dein Festmahl ist bereit. Ich hoffe, es erfreut dich. Du bist wahrhaftig großzügig und gastfreundlich, großer Suttung. Niemand könnte das bestreiten. Und siehe, dein Geschenk steht stolz an seinem Platz. Bis zum Rand mit frischem Met gefüllt. Genug für 100 Jötner und mehr. Welch unerwartete Ehre. Du hast ihn bereits mit Met aus deinem Gewölbe gefüllt? Unnötig. Der Kessel hat sich selbst gefüllt. Dies ist seine Magie. Beeindruckend. Doch was, wenn der Met ausgetrunken ist? Habt ihr gehört? Harvey fürchtet uns leer zu trinken. Mein Kessel ist groß, doch mein Gewölbe noch größer. Sorge dich nicht um meine Metvorräte. Ich habe mehr als genug. Vater, du weißt, dass mir Festlichkeiten nicht liegen. Muss ich zugegen sein? Ich habe zu arbeiten. Die Arbeit kann warten, Tochter. Gönn dir einen Moment der Freude. Vater, wir haben sehr wenig Zeit. Amüsier dich. Ich bestehe darauf. Die klingt nicht begeistert. Harvey, die Gäste fühlen sich unwohl. Sie trauen den Asen nicht und du bist ihnen unbekannt. Wirst du zu ihnen sprechen? Ich bin bereit. Nun wird unser Ehrengast das Wort ergreifen. Der Herr der Äsir kam in Frieden und brachte uns ein großes Geschenk. Höret! Okay. Nun gut. Das letzte ist nicht so gut. Harvey werde ich genannt. Meine Axt ist nie satt. Das Blut meiner Feinde ist mein Met. Ihre Schädel sind mein Kissen. Du prahlst sehr gut. Gewalt gefällt ihm immer sehr. Wir sind alle Freunde. Hier sind wir alle Freunde. Oder ich achte euch. Auch wenn unsere Völker verfeindet sind, komme ich, um euch zu ehren. Denn ich weiß, niemand feiert oder kämpft wie die Jötner. Deine Worte waren klug gewählt. Oh ja, natürlich. Lasset uns endlich trinken. Ich könnte noch lange reden, doch wer will Worte hören, wenn Met und Fleisch bereitstehen? Du kennst deine Zuhörerschaft gut. Nun lasst uns reichlich trinken und herzhaft zugreifen. Möge das Festmahl beginnen. Oh, was kann ja ich tun, damit sie schneller trinken? Wettsaufen? Bierpong oder Metpong? Ich sehe Musikanten, aber ich höre keine Musik. Triste Geister nippen nur an ihren Trinkhörnern. Spielt uns eine Weise, um die Stimmung zu heben. Gern, doch meine Harfe wurde gestohlen. Ohne sie können wir nicht spielen. Wer würde das Werkzeug der Stimmungsmacher stehlen? Vorhin spielten Kinder in unserer Nähe, die den Schalk im Nacken hatten. Ich hole deine Harfe zurück und dann werdet ihr spielen. Trell, Menschen in Gefangenschaft zum Dienen geboren. Ein erbärmliches Los.
Ich hau die Kinder tot. Sie rufen nach Herausforderern für ihre besten Krieger. Ein Kampf würde sicher dafür sorgen, dass sich ihre Kelche leeren. Das ist die Frau. Dann lasse ich die mal. Wo sind die Kinder? Gibt es lieblichere Musik als das Klirren von Trinkhörnern? Ich bin dran. Du nicht auch noch. Mit deinen Wurstfingern machst du die Saiten kaputt. Hallo, kleines Kind. Diese Harfe gehört dir nicht, du kleine Diebin. Du solltest sie zurückgeben. Was willst du dagegen tun? Gegen mich kämpfen? Hast du keine wahre Herausforderung? Na gut. Wenn du die Harfe willst, spring in den Met. Aber kletter so hoch du kannst. Es soll ordentlich platschen. Seht zu und lernt. Okay. Ich wette, das wird nichts. Was meinst du, wie viele Knochen brechen? 50 bestimmt. Vielleicht 100. Dann springen wir mal rein. Das geht ja nicht höher. So, und nun gib die Harfe zurück. Wir brauchen Musik. Bei Ymirs haarigen Eiern, das war unglaublich. Du bist sicher halb Rabe. Wer bringt dir solche Ausdrücke bei? Mutter, wieso? So, damit hatten wir die Harfe. So, dann geben wir mal hier... Was gibt's denn hier? Keine Gäste in der Küche! Raus! Der Met ist halb leer. Aegis Kessel kann also geleert werden. Hallo? Harvey! Zeig uns deine Stärke! Besiege das Kampfwunder und wir leeren unsere Hörner dir zu Ehren! Bringt mir dieses Wunder und ich werde meine Knöchel an seinem Kinn wetzen. Sieh dort! Was? Soll das ein Scherz sein? Ich kämpfe doch nicht gegen ein verdorrtes altes Weib. Nun, wenn du dich zu sehr vor ihr fürchtest, dann ist das so. Was? Okay. Nun, wenn sie euer Kampfwunder ist, dann sei es so. Ich versuche, ihre morschen Knochen nicht zu brechen, garantiere aber für nichts. Messt euch mit dem Kampfwunder! Kannst du keine alte Frau besiegen? Meine Lämmer schlagen fester zu als du! Hab keine Angst vor den Morschenknochen! Wow! Du bist wahrlich mächtig! Du hast gegen das Alter gekämpft und gewonnen! Niemand hat das je zuvor geschafft. So tränkt denn auf mich, wie ihr es versprochen habt. Ihr alle, leert eure Hörner für Harvey. Die Gäste trinken zu langsam. Vielleicht kann ich die Sache beschleunigen. Okay, hallo. Aegir, mächtiger Freund der Aesir. Tut es dir nicht leid, deinen Kessel zu verlieren? Er war nie rechtmäßig mein. Thor gewann ihn von Hymir für ein Festmahl in meiner Halle. Ich behielt ihn nur in seinem Namen. Und nach dieser blutigen Angelegenheit mit Hymirs Söhnen. Nun, da möchte ich ihn lieber los sein. Ich will keinen Zwist unter meinem Dach. Das Ende der Zwistigkeiten. Darauf trinke ich. Und ich trinke auf alles. Komm, versuch es! Was ist das Schlimmste? Der Wettbewerb im Bogenschießen. Sicher stoßen sie auf mein Können an, wenn ich siege. Okay. Sei gegrüßt, Harvey. Wirst du dich im Bogenschießen messen? Du musst 3 Ziele innerhalb weniger Herzschläge treffen. Ich schieße einer Wespe die Flügel ab. Ah, aber schaffst du das auch benebelt von Met? Vor jedem Versuch musst du einen trinken. Ich nehme unter einer Bedingung an. Für jeden meiner Schlucke nimmst du 2. Ha, diese Bedingung ist ganz nach meinem Geschmack. Bist du bereit? Oh ja. Zeig mir die Ziele. Dann trink und lass die Pfeile fliegen. Was ist das Zweitschlimmste?
Ich hoffe, du hast deine Blase besser im Griff als den Bogen. Guter Schuss. Trink erneut und wage noch einen. Du siehst etwas wackelig aus. Vorsicht! Jetzt ziele gut. Der letzte ist der schwierigste. Du siehst etwas wackelig aus. Oh ja, das war easy. Du schießt vortrefflich, Harvey. Wo andere durchs Trinken das Ziel nicht mehr finden, wird deine Hand sicherer. Noch eine Runde? Nicht für mich. In mir scheint sich ein Knäuel Aale zu finden. Und ihr scheint zu dritt zu sein. Ich sollte an die frische Luft. Der Kessel ist leer. Ich sollte es Suttung sagen. Okay, unser Freundin steht hier. Was ist mit der? Ihr können wir nicht mehr reden. Schade. Nun gut. Reden wir mit Suttung. Großer Suttung! Deine Gäste dürsten nach Met, doch der Kessel ist leer. Alles fort? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Gott blöd. Vater? Öffne das Gewölbe. Die Trell sollen mir Met für meine Gäste bringen. Brauchen wir wirklich mehr, Vater? Einige sind bereits bewusstlos. Tu wie geheißen, Tochter. Jeder trinke so viel er kann. Wie du wünschst. Ich werde das Gewölbe öffnen. Niemand wird sagen, dass Suttung weniger als großzügig ist. Niemand wird mehr reden können. Nun gut. Finde den Met und nimm ihn an dich. Gut, dann machen wir das. Da hinten ist... Da hinten ist das Tor. Da müssen wir auch hin. Und die Tür ist schon offen. Nice. Ich frage mich echt, was darin so speziell ist und ob die Typen uns jetzt jagen werden. Endlich ist das Gewölbe offen. Der Met erwartet mich darin. Oh, Essen. Also Essen ist immer gut. Aber wieso so viel? Das macht mich stutzig. Harvey, ich hörte ein Geräusch und ich... Was hast du hier zu suchen? Ich habe ein Geschenk. Ich wollte mit dir sprechen, fernab von den anderen. Ich habe etwas für dich. Ein Geschenk. Für mich? Danke, aber warum? Schicksal, Gunlöd. Wir können ihm nicht entkommen. Und unser Schicksal war es, hier jetzt zusammen zu sein. Du und ich? Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Die Nornier hier spinnen ihre Muster und wir können uns nur ergeben. Wir sind verbunden, verknüpft. Das ergibt sehr wohl einen Sinn. Deine Worte... Dein Geschenk, deine Augen, wenn du mich anblickst. Du verwirrst mich, Harvey. Ich verstehe dich nicht. Hör zu und pass auf. Ich zeige dir, was du wissen musst. Also das wollte ich jetzt gerade nicht, aber... Nimm deine Hand aus meinem Nacken, bitte. Alles Mittel zum Zweck, oder was?
So. Was passiert, wenn die uns findet? Wo ist der Med? So, hier sind so viele Vorräte. Bestandsaufnahme. 100 Säue, 300 Fass Ale, 20 Reh, 3 Bären, 40 Ochsen, ein Salat, weil gesund, genug für Fest. Coole Notiz. Die Schöpfung, 6. Die Aesir eitel und von dem Wunsch erfüllt, dass Niedere sie verehren mögen, erschufen aus zwei Bäumen die erste Menschen, Ask und Embla. Aus Angst vor dem Zorn der Jötner bauten sie einen Zaun um Midgard, um uns fernzuhalten, und ließen sie dort, um zu gedeihen, wie Hühner im Gehege fern der Füchse. Adam und Eva. Hier gab es jetzt nichts anderes, aber... was? Was ist das? Die Schöpfung 1. Bevor es Erde oder Himmel gab, war das Ginnungagap Muspelheim, das Reich des Feuers, war auf der einen Seite Nilfheim, Land des ewigen Eises, und der anderen auf der anderen. Dazwischen war nur Stille und Dunkelheit. Mhm. Da gehen wir raus. Klappe, Oma. So, was haben wir hier? Schöpfung 3. Dann kam die Kuh Audhumbla im Eis zum Vorschein. Sie nährte Ymir mit ihrem Euter, so wie das Salz des gefrorenen Reiches sie nährte. Derweil sie leckte, schmolz das Eis und Buri entstieg ihm. Der erste der verfluchten Aesir. Ich denke, es geht hier hin. Alter, was? Oh oh. Was müssen wir machen? Bildnis, Bildnis leuchtender Kugeln. Als dritte waren da Iduns Äpfel, um den Hügel aller Wesen zu verstärken. Bildnis verbundener Ringe. Als zweites waren da von Idun gefertigte Silberringe, um die neuen Reiche zu umgeben. Als erstes waren da 4 Eisentürme, um das Licht der Sonne zu fangen und zu zerstreuen. Jetzt in der richtigen Reihenfolge. Bildnis einer Triskele. Als viertes war da der Seidere, durch den wir die erste Sprache der neuen Reiche sprachen. Bildnis eines Kriegers vor Flammen. Als fünftes war da die Rüstung, die wir anlegten, um uns vor kosmischen Stößen zu schützen. Bildnis einer Person in Yggdrasil. Als sechstes waren da die Gefäße, in welche wir unseren Hugr sandten. So, und jetzt geht's los. Der Med. Können wir Aesir durch diesen Zauber dem Untergang entgehen?
Hyrokin hat mir Antworten an der Quelle Mimirs versprochen. Also A, die Frau wacht auf, oder B, wir kommen hier einfach raus. Ich denke, wir kommen einfach raus. Oh oh. Harvey! Dort siehst du auf frischer Tat ertappt. Verrat! Betrug! Ich hieß dich als Ehrengast willkommen und so zahlst du es mir zurück? Loki, du solltest dich besser von mir fernhalten nach allem, was du getan hast. Jemand musste mein Volk vor dem Verrat in deinem Herzen warnen. Zottung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. Oh oh. Komm, begrüße dein Ende. Du wirst nirgendwo hingehen, Harvey. Du kannst nichts als Lügen, Betrügen und Blenden. Zottungs Eis. Ich sollte Schutz suchen. Alter. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Gevögelt. Ich lebe schon zu lang, um jemanden wie dich zu ertragen. Ich werde dich unter meinen Stiefeln zermalmen. Ja. Alter. Scheiße. Okay, komm her. Du könntest zahllose Leben riskieren. Nein! Scheiße! Fuck, es war nur mehr einige Hits und da wäre er tot. Verdammt, egal, das kriege ich nur hin. Oh, wir haben sehr viel Überlänge. Hupsi. Bevor ich da rausgehe. Definitiv Nahrung. Gibt's hier unten noch irgendetwas zum Aufnehmen, was Nahrung betrifft? Zettel? Keine Nahrung? Den haben wir noch nicht. Die Schöpfung 2. Schließlich trafen Frost und Feuer aufeinander und der zischende, brühheißende Dampf gebar Ymir den Stammvater der Jötnach. Er war ein enormes Geschöpf und dem Schweiß seiner Achseln entstiegen die Riesen. Gut, ich probiere es mal so. Das müsste ich schaffen jetzt. Ich zumindest. Ich speichere mal lieber. Da muss ich nicht wieder reinrennen. Harvey! Dort! Loki! Jemand? Zottung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. Komm, begrüße dein Ende.
Du wirst nirgendwo hingehen, Harvey. Ja, dann komm her. Mit meiner Tochter gemacht. Gevögelt. Nochmal. So. Den ersten. Ich lebe schon zu lang, um jemanden wie dich zu ertragen. Ich werde dich unter meinen Stiefeln zermalmen. Hüpsi. Das Eis sieht zerbrechlich aus. Aua! Du kannst nicht als Lüge hey. Ciao. Und tot ist er oder bewusstlos? Nee, der ist noch lebendig. Sei dankbar, dass ich es war, der deinen Met nahm und nicht Loki. Was ich tue, tue ich für die Sicherheit der Aesir und Vanir. Du wirst zahllose Schicksale ändern, Harvey, doch nicht dein eigenes. Das werden wir sehen. Hyrokin sagte, ich soll sie an Mimirs Quelle aufsuchen. Um diese heimtückische Schlange kümmere ich mich ein andermal. Definitiv. So. Fertigkeiten. Gut, das hätten wir auch. Im Inventar haben wir jetzt nur noch Sachen von uns, ne? So, okay, ich würde mal sagen, das war's dann von meiner Seite aus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und danke fürs Dabeisein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Abo dalassen. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ja, dann gute Nacht und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.